Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Ja, Carla Maria wohnt hier. Oh, Prost. Und ja, ist jetzt hier eingezogen. Sie ist noch Teenie, glaube ich. Also wir können noch nicht heiraten. Oh, da muss mal jemand aufstehen von euch Jungs. Angurren. Schmutzige Windel wechseln. Mit Flasche füttern. Liebkosen und dann gehen wir ins Bett. Du schaffst das. Du schaffst das. So. Panabu. Panabu. So, wie geht's dir? Du bist am Essen, das ist gut. Dann, was mir gerade einfällt, was ich ganz vergessen habe, das hattest du mir ja in die Kommentare geschrieben, netter Wein. Ich kann den Gesichtsreiniger auftragen. Das ist schon mal sehr gut. Habe ich überhaupt einen Mülleimer? Ich habe keinen Mülleimer und kein Waschbecken. Zumindest eine Spülmaschine sollte dann ja drin sein. Aber Waschbecken wäre schon geschickt. So. Machen wir das so. Und den Mülleimer. Den habe ich echt vergessen. Der wäre natürlich geschickt. So. Passt. Dann kannst du das nämlich gerade noch aufräumen und dann darfst du dich auch mal schlafen legen, meine Liebe. Ist schon 2 Uhr morgens, ne? So, ich hoffe, sie kann hier auch kochen. Das müssen wir morgen mal, oder müssen wir dann am morgigen Tag mal probieren. Jetzt schleppt sie sich erstmal ins Bett. So, und gute Nacht. So, Karl ist aufgewacht. Das ist gut, dann kannst du gerade mal den Stall säubern und die Eier einsammeln. Futter verstreuen. Brauchen wir noch nicht. Und danach darfst du was essen. Mehrauswahl öffnen. Ein Gericht nehmen. So, du hast ja deine Tagesaufgabe erfüllt. Level 2 der Gartenfähigkeit. Passt. Michelle hat natürlich wieder was zu tun, ne? Wie ausgeschlafen bist denn du? Karl hat etwas gefunden. Vitaldünger. Sehr gut. Wir brauchen ja auch. Auftritt schreiben. Hat aber noch 3 Tage bis zur Arbeit. Das ist okay. Wie müde bist du? Ja, dich kann man hier noch schlafen lassen. Reicht er, wenn der Karl wach ist? Eier hat er eingesammelt. Sehr schön.
Ja, sonst hat er nicht viel zu tun, ne? Wir haben halt einen Job, den wir nebenher machen. Und dann können wir mal, ja, 6 Uhr, vielleicht können wir unsere Freundin anrufen. Er hat ja eine. Die Brigitte, genau. Einladen. Auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Vielleicht können wir die zwei dann auch bald verheiraten. Nibnab. Oh. Ja, aber noch ein paar Tage, bis er älter wird. Ah, Jorg? Noch ist er Teenager. Und ja, viel machen können wir dann nicht, ne? Es regnet. Natürlich weniger schön. Wo bleibt Brigitte? Wollte die kommen oder nicht? Brigitte schläft, ach so. Ach so. Dann ist das natürlich. Du würdest gerne kleine Kellys kriegen, ne? Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spielen, kennenlernen, Semesterbeginn. Heute beginnt für Carla Maria das Semester. Genau, schau im Tetra vorbei. So, du schläfst noch, bist aber weitestgehend ausgeschlafen. Hausaufgaben hast du fertig. Dann können wir aber gerade mal gucken, wie das hier mit dem Kochen funktioniert. Wann startet deine Stunde? 15 Uhr. 15 Uhr heute. Okay, kochen. Mach du mal Würstchen und Bohnen oder ein schönes Frühstück. Schönes Frühstück ist doch auch gut. Eier und Toast. Familiengröße. Ich hoffe, sie kann hier überhaupt kochen. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Dadurch, dass wir jetzt da die Spüle haben. Ich weiß nicht, ob sie hier dann kocht. Umino. Evelyn. Oh, ich weiß, was ich noch vergessen habe. Ich weiß nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, aber ich möchte alle meine Freunde haben. Schon eine Idee. Wie finde ich heraus, was ich will? Überlege, was du gerne machst. Okay. So, mir fällt gerade noch ein, was wir vergessen haben. Den Rauchmelder. So. Konfliktlösung von Karl reicht nicht für den Erwerb des Merkmals schlichter aus. Okay. Kann ich mit leben? So, du könntest aber mal einen Partner finden. Wir haben schon einen Partner gefunden, ne? Leila? War denn Layla? Kevin. Oh, hi, Carlos. Telefon für. Oh mein Gott, ist das wirklich Carla? So heiß. Wow. Kevin wird gleich da sein. Sehr schön. Dann darfst du die Brigitte nochmal einladen. Vielleicht schläft sie jetzt nicht mehr. Oh, hey, Carla. Wow. Brigitte wird gleich da sein, sehr schön. Sehr gut, Brigitte. Wo willst denn du hin?
Was wollt ihr alle da oben? So, Moment, jetzt müssen wir hier gerade mal... So, du darfst dich um sie kümmern. Füttern. Psst. Hüpfen. Angurren. So. Einmal Nummer 1. So. Du darfst... Tagtraum von Schwaben gestehen. Hände küssen. Romantik. Anmachspruch. Mehr Auswahl, Romantik, gestehen, verknallt zu sein. Und im Busch rumschmusen, das ist vielleicht jetzt nicht gerade der ideale Zeitpunkt. So. Freunde fürs Leben werden. Hallo Carla, wir suchen einen prominenten Partner als Werbegesicht, okay? Carla, Karl Calzone und Brigitte Niesen wären Freunde fürs Leben, sehr gut. Fragen, ob Single ist. Romantik. In Dusche rumschmusen, das könnte man machen. So. Carla Maria. Karl kennt jetzt die Rumschmusen-Interesse von Brigitte. Wow, warte doch zumindest, bis Carla Maria raus ist aus dem Bad. Komm du mal raus. So, entfernen. Und dann kümmern wir uns jetzt mal um... ihn hier. So. Von Interessen schwärmen. Was haben wir noch? Gestehen, verknallt zu sein. Fragen, ob er Single ist. Er wird wohl Single sein, ne? Oder eben auch nicht. Brigitte ist Single. Das Ding hier ist kaputt. Hab ich gerade gewundert, wo die Geräusche herkommen. Mua. Ewige Liebe erklären. Mehr Auswahl, was haben wir denn? Massage anbieten. Rumschmusen. Mehr können sie halt nicht als Zini. So. Okay, bei den Eltern im Bett kann man machen, muss man nicht, aber... kann man natürlich. So, wo bist du? Wo hast denn du deine Freundin gelassen? Bist Kelly loben? Ah. Bitten mitzuschaukeln, Brigitte natürlich. So. Schläfst du hier einfach weiter, oder was? So.
aufreizen. Karl hat soeben ein Meisterwerk fertiggestellt. Sehr gut. Dir ist nicht gut, du brauchst Medizin, ne? Dann kannst du aber gerade mal hier füttern. Und dann bestellen wir gerade mal Medizin. Mehr Auswahl, Bestellung, Medizin kaufen. So. Medizin nehmen. Sehr gut. Karl hat die Medizin eingenommen und die Erkältung besiegt. Sehr gut. So, gut, das schon wieder. Sie muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, schön, dass du da warst. Michelle wieder. Der Michelle wieder. Er muss auch los, okay. Und du müsstest mal duschen, mein Lieber. So. Du musst Hausaufgaben nicht machen, ne? Doch, die müssen wir noch fertig machen. Das solltest du jetzt aber mal schnell tun. Ich dachte, du wärst fertig damit. Ich dachte echt, meine Liebe, du hättest das fertig gehabt. So. Du bist am Tanzen? Okay. Mach du das? Ach so, und du musst ja ein Video veröffentlichen. Haha. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Haben wir noch eins, was wir hochladen können? Videobestand? Ne, wir haben keins. Dann darfst du gerade mal ein Video aufnehmen. Selbstsicheres Vlog. So. Ja, wollen wir verkaufen? Sie ist wach, aber ist alles okay. Unterricht von Carla Maria beginnt in einer Stunde. Ich hoffe, sie kriegt die Hausaufgaben bis dahin fertig. Du darfst das mal aufräumen, mein Lieber. Und dann mal aufwischen und dann solltest du dich an deinen Auftritt setzen. Mehr Auswahl, Comedy. Comedy-Auftritt verfassen. So, du kannst hier mal spielen. Mit Carlos. So. Sehr gut. So, was machen deine Hausaufgaben? Kriegen wir die fertig? Ich dachte echt, die hätte sie schon fertig gehabt. Aber dem war ganz offensichtlich nicht so. So, aber was ist? Nämlich die Folge ist dann jetzt langsam um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Stunde wieder. Nicht in der nächsten Stunde, in der nächsten Folge natürlich. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.